TikTok ist voll von krassen, bunten Clips von Kindern und Jugendlichen im Rausch. Sie sind extrem jung und sie nehmen harte Drogen. Auf TikTok habe ich immer Leute auf Teilen, Ecstasy gesehen. Und dann dachte ich, ich will das auch. Da war ich 9 oder 10 Jahre alt. Wie kann es sein, dass die Drogenszene auf TikTok so groß ist? Wir sind heute in Berlin. Wollen hier ein junges Mädchen treffen, das ich auf TikTok gefunden habe. Wir sind verabredet mit Marie. Marie heißt eigentlich anders. Wir nennen sie so, um sie zu schützen. Sie spricht heute anonym mit uns über ihre Erfahrungen. Sie hat schon sehr viele unterschiedliche Drogen genommen. Zumindest gehe ich in diesem Moment noch davon aus, dass wir uns treffen werden. Bis hierher war es ein langer Weg. Ja, also angeschrieben habe ich locker so 50 und überhaupt geantwortet und mich nicht direkt blockiert oder gelöscht haben so ungefähr 5. Und von den 5 ist jetzt Marie übrig, die mich nicht geghostet hat und die heute wirklich bereit ist, mit uns zu sprechen. Zu früh gefreut. Wir warten am vereinbarten Treffpunkt über eine Stunde auf sie. Ja, sie geht nicht ran. Scheiße. Wie lange wartet man denn jetzt? Ich wurde noch nie geghostet, also zumindest nicht beruflich. Bis halb würde ich schon noch warten. Ja, oder? Wir merken während dieser Recherche immer wieder, auf TikTok haben viele Kinder und Jugendliche kaum Hemmungen, sich im Rausch zu zeigen. Mit uns darüber sprechen will dann aber doch kaum jemand. Ja, ich habe jetzt eben noch mal eine Nachricht bekommen, dass sie schon auf dem Weg war und dann kurz vorher noch mal umgedreht ist, weil sie doch Angst bekommen hat. Ja, voll verständlich und es ist ja auch irgendwie ein krasses Thema, sich da zu öffnen. Natürlich irgendwie trotzdem super, super schade. Ich habe jetzt noch mal geschrieben, ob ich irgendwas für sie tun kann. Aber ja, zumindest hat sie sich jetzt irgendwie noch mal gemeldet. Solche Situationen werden wir noch öfter erleben. Zu Marie kommen wir aber später noch mal. In dem Film hier geht es um Drogen, Konsum und Entzug. Wenn ihr irgendwas davon nicht sehen wollt, haben wir euch die entsprechenden Parts in der Infobox gekennzeichnet. Dann könnt ihr euch selbst entscheiden, was ihr davon sehen möchtet und was nicht. Ich beschäftige mich schon seit Jahren damit, welche Rolle Social Media für die Drogenszene spielt. Früher Facebook, heute vor allem TikTok. Uns fällt schnell auf, hier auf TikTok zeigen sich extrem junge Menschen im Rausch. Einige Jugendliche schreiben hier, dass sie wahrscheinlich jung sterben werden. Dieses Mädchen schreibt zum Beispiel: War seit 3 Jahren nicht ein einziges Mal in der Schule, bin ein Junkie geworden, kann nicht mehr ohne Drogen und weiß, dass ich nicht älter als 20 werde. In vielen Clips geht es darum, wie alt man war, als man das erste Mal drauf war. Ein Monat, nachdem ich 15 geworden bin, schreibt jemand. Mit 13, um genau zu sein, vor 2 Wochen das erste Mal eine andere. Sie waren 11, 15, 14, aber seit 2 Wochen clean. Die meisten hier sind minderjährig. Ich bin inzwischen mit einer Jugendlichen von TikTok in Kontakt, die sich dort auch im Rausch gepostet hat. Sie hat mir gesagt, dass sie schon mit 8 oder 9 Jahren angefangen hat zu kiffen und dann später über TikTok auf die Idee kam, auch chemische Drogen auszuprobieren. Da ich ihr auf TikTok keine Nachricht schicken kann, schreibe ich mit ihr auf Instagram. In Memos erzählt sie mir das. Durch TikTok habe ich immer Leute auf Teilen gesehen und so. Und dann war ich so, ich will das auch. Da war ich 9 oder 10. Durch TikTok habe ich dann auch Connections für Drogen gefunden. Mit 10 habe sie zum ersten Mal MDMA genommen. Inzwischen komme sie über TikTok an Dealer. Sie ist 15. Ihr Konsum hat seitdem deutlich zugenommen. Meistens ist es so, ich stehe auf, hab keine Drogen mehr, gehe zu irgendeinem Scheißbahnhof, schnorr mir Geld, hol Drogen. Bevor ich meine Drogen hab, bin ich für den Tag nicht zu gebrauchen. Nach der Trennung aus ihrer ersten Beziehung sei sie weiter abgestürzt. Ich bin der letzte Junkie geworden. Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich täglich konsumiere. Ohne die Drogen denke ich mir immer halt so, ich will einfach sterben. Ich greife mittlerweile auch zu ziemlich harten Drogen wie Heroin, Ketamin und so. Hilfe annehmen will sie aktuell nicht, sagt sie mir. Und irgendwann antwortet sie mir nicht mehr. Was uns bei der Recherche immer wieder auffällt, ist, dass die Jugendlichen nicht aus Spaß oder um sich auszuprobieren konsumieren, sondern dass sie das als Flucht aus dem Alltag nutzen und oft auch konsumieren, weil es ihnen wirklich, wirklich schlecht geht. Sie schreiben: Haben euch Drogen kaputt gemacht? So sick,
Das Leben und Drogen machen sehr kaputt zusammen. Hab echt krass abgenommen und hab kaum noch Gefühle, leider. Ja, aber mehr die Menschen, wegen denen ich Drogen nehme, meine kaputte Familie. Wir kontaktieren weitere junge TikToker. Ein paar von ihnen antworten. Auch Jana. Wir telefonieren mehrmals. Jana hat mit 13 angefangen zu kiffen, hat dann mit 14 angefangen mit chemischen Drogen, sehr viel Koks, Amphetamine, Ecstasy, MDMA. Und ja, irgendwann ist sie einfach immer tiefer reingerutscht, wie sie selbst sagt, hat irgendwann auf der Straße gelebt, war obdachlos und hat 30 Kilo abgenommen. Und sie hat auch selbst gesagt, dass irgendwie die TikTok-Videos, wo andere konsumieren, wo andere vergrößerte Pupillen haben, sie total getriggert haben und die auch total in die Sucht reingezogen haben, weil sie dann auch immer mehr Bock hatte und auch so cool sein wollte und auch so viel Spaß haben wollte. Janas Geschichte berührt mich. Wir verabreden ein Treffen. Doch ein paar Tage später sagt auch sie ab und meldet sich nie wieder. Ins Gespräch kommen wir mit vielen. Wirklich treffen will sich dann, sobald wir uns als Journalistinnen zu erkennen geben, keiner mit uns. Hey, auskennen tue ich mich, falls du Fragen hast, aber ich werde keine Gruppen weiterleiten oder so. Aber lass ehrlich die Finger von dem Scheiß. Es wird dich ruinieren. Wie kommst du darauf? Hä? Was ist auf meinem TikTok, was mit Drogen zu tun hat? Und dann gibt's da natürlich noch Marie, die Jugendliche aus Berlin. Hey du, darf ich dich was fragen zum Thema Emma und Drogen auf TikTok? Ja klar. Bist du noch drin oder raus und clean? Bin clean, ja. Wir schreiben auch viel darüber, wie auf TikTok Drogen inszeniert werden. Also es triggert schon krass, wenn man dort Leute sieht, die große Pupillen haben oder die darüber sprechen. In der Zeit, wo ich abhängig war, wurde ich oft angeschrieben und mir wurde eine Runde auf Nacken von anderen gegeben. Dadurch bilden sich halt Freundschaften und es ist noch schwerer, da rauszukommen. Sie sagt einem Interview zu. Naja, und das Ergebnis kennt ihr ja. Nachdem sie uns in Berlin versetzt, erreiche ich sie wochenlang gar nicht mehr. Auf TikTok zeigen sich Minderjährige high, flexen mit ihren Tellern, mit riesigen Pupillen im MDMA-Rausch. So sieht das dann aus. Die Clips sind krass. Unverpixelt dürfen wir sie euch aus juristischen Gründen nicht zeigen. Übrigens, das wisst ihr natürlich, wir sagen es an dieser Stelle trotzdem nochmal, Besitz, Handel und Herstellung von Betäubungsmitteln sind in Deutschland verboten. Das, was wir bei der Recherche sehen, dürfte eigentlich gar nicht auf TikTok sein. In den Richtlinien heißt es nämlich: Wir untersagen das Darstellen von, das Bewerben von und den Handel mit Drogen oder anderen kontrollierten Substanzen. Und nicht gepostet, hochgeladen, gestreamt oder geteilt werden dürfen Inhalte, die den Besitz oder Konsum von alkoholischen Getränken, Tabak oder Drogen durch Minderjährige suggerieren, darstellen, imitieren oder bewerben. Zudem sei Handel, Vertrieb und Erwerb von Drogen über TikTok verboten. In Deutschland nutzen rund 10 Millionen Menschen TikTok. Besonders beliebt ist die Plattform bei den Jüngeren. Rund 73% der 16- bis 19-Jährigen nutzen die App. Okay, und zurück zum Thema. Offensichtliche Hashtags wie Drogen oder Druff werden von der Plattform gefiltert und gesperrt. Aber die Szene ist kreativ. Die kleine Abwandlung Druff, also Druff ohne U zum Beispiel, ist nicht gesperrt. Und der Hashtag Tante Emma steht für MDMA, also Ecstasy. Beide Hashtags haben jeweils über 6 Millionen Aufrufe. Und man findet darunter sowas. Blutige Nasen und Riesenpupillen, die Gehirne zerfressen von Ecstasy-Pillen. Tierschwarze Lungen und Leberzirrhosen, heute gehen wir drauf, keine Nacht ohne Drogen. Was uns hier auch auffällt, viele TikToks sind mit Songs des Rappers Herzog unterlegt. Seine Texte sind krass. Wir fragen Herzog zu einem Interview an und er sagt sofort zu. Aber dazu später mehr. Auch TikTok haben wir um ein Interview gebeten. Das wurde aus Zeitgründen abgelehnt. Wir haben einen Fragenkatalog geschickt und um Antworten binnen einer Woche gebeten. Die Woche ist um, wir warten immer noch. Ich fahre nach Frankfurt. Hier werde ich jemanden treffen, der aus eigener Erfahrung erzählen kann, wie sich die Drogenszene in den vergangenen Jahren verändert hat.
Ich habe sie vor 4 Jahren zum ersten Mal getroffen. Damals war sie körperlich abhängig von Heroin und auch Teil der Drogenszene auf Facebook. Leila ist inzwischen clean. Eigentlich heißt auch sie anders. Ich habe ein Buch über die Facebook-Drogenszene geschrieben, in dem ich ihr Leben erzählt habe. Sie hat sich übrigens bewusst für genau diese Art der Anonymisierung entschieden. In deiner aktiven Zeit, auf welchen Plattformen warst du da so aktiv? Auch was so Drogen Angefangen hat das mit SchülerVZ. Gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Und das war so die Hauptanfangszeit. Die offenen Kaufangebote, also die wirklichen Drogengruppen, die auch als solche sich outen, waren dann auf Facebook. Da war es für mich ein leichter Weg, sowohl Drogen zu verkaufen, als auch Drogen zu kaufen. Eine Metasprecherin schreibt uns dazu, der Handel mit Drogen sei auch in privaten Gruppen auf Facebook verboten. Leila sagt, dass sie es rückblickend nicht mehr gut findet, wie sie sich auf Facebook als Heroinkonsumentin gezeigt hat. Anders als viele andere habe sie nie auf der Straße leben oder anschaffen müssen. Die wirkliche Platte, die hat kein Handy mehr. Das Handy liegt schon längst im Pfandhaus für den nächsten Schuss. Wer wirklich abgewichst ist, der ist doch nicht auf Facebook. Und genau das ist das Trügerische. Wenn ich mich abbilde, schön mit Filtern, ich zeige ein geschöntes Bild von Heroin, aber doch nicht Heroin. Echtes Heroin, keiner würde was posten. Echtes Heroin hat kein Handy mehr in der Hand. Echtes Heroin ist auf dem Straßenstrich und lässt sich nicht mehr weichzeichnen. Echtes Heroin, da fehlen die Zähne. Ich habe ein paar Sachen gefunden, da geht es um Heroin. Und zwar zum Beispiel das hier. Christiane. Wie sollen wir dich denn nennen? Christiane. Christiane. Ach du Scheiße, ja. Hast du sowas mal auf Facebook gesehen? Nein. Also, dass man sich damit fotografiert oder so schon, aber das sind immer Momentaufnahmen. Also, dass jetzt so junge Kinder Blech rauchen, das habe ich auch im Live noch nicht gesehen. Das habe ich generell noch nicht gesehen. Das sehe ich jetzt das erste Mal. Was Leila an der TikTok-Drogenszene problematisch findet, die Reichweite. Dass Drogenclips tausende Likes bekommen. Bei Facebook spielte sich die Drogenszene in geschlossenen Gruppen ab. Bei TikTok ist alles öffentlich zu finden. Ich schreibe in der Zwischenzeit weiter mit vielen Jugendlichen auf TikTok. Einer von ihnen, Tim. Ich nenne ihn so, auch er heißt eigentlich anders. Er hat mir geschrieben, er habe zuletzt vor allem viel Ecstasy genommen, bis zu 4 Pillen am Tag. Wie nimmst du die Szene und die Drogenszene auf TikTok wahr? Auf TikTok sind halt viele Kinder unterwegs. Das braucht man gar nicht leugnen. Das Problem ist, dass man die da auch ganz leicht in die Scheiße ziehen kann. Weil es spricht keiner von den Leuten, die da Videos posten, über Bad Trips oder sonst was. Viele hätten ihn auf TikTok angeschrieben und gefragt, ob man mal was zusammenschmeißt. Unter dem einen Video von mir wird sogar geschrieben, hier und hier teile. Schreibt mir, ich vernetz euch und so. Um seinen Konsum zu finanzieren, hat Tim irgendwann angefangen, selbst zu dealen, erzählt er. Unter anderem Cannabis, Teile, Koks, Pep, kurze Zeit auch Heroin und halt Crystal. Also so ziemlich alles. Und seine Kunden? Da war echt alles dabei. Vom Abiturienten bis hin zu irgendwelchen abhängigen Obdachlosen, die gefragt haben, ob man für einen sexuellen Akt, also einen Blowjob oder so, denen einen Schuss Heroin gibt. Es gab echt alles. Vor ein paar Monaten hat Tim aufgehört. Mit Dealen und mit Konsumieren. Wegen eines Mädchens, wie er selbst sagt. Jetzt will er seinen Realschulabschluss nachholen und später Sanitäter werden. Es ist, wie Tim es gesagt hat, hier vernetzen sich TikToker mit Leuten, die ihnen Drogen verkaufen. Christiane. Ganz öffentlich. Christiane. Kennt jemand einen für Teile in Berlin? Ja, kann dir sein Telegram geben. Christiane. Sie scheinen sich sicher zu fühlen. Nach einem Dealer gefragt, Kontakt bekommen. Funktioniert das wirklich so leicht? Das wollen wir für diese Recherche ausprobieren. Ich gebe mich als drogeninteressiert aus und werde schnell von TikTokern in entsprechende Chatgruppen eingeladen. Gehen auf jeden Fall tausende Nachrichten hin und her in den Gruppen. Und
Ja, es gibt wirklich einfach nichts, was man dort nicht bekommt. Es geht in den Gruppen hier tatsächlich von Koks über Gras, MDMA, Ecstasy, Pilze, Tilidin, Lachgas, Benzos, Oxycodon, Testosteron. Ich war nur ein einziges Wochenende nicht am Diensthandy und habe am Montag tausende Nachrichten in den Gruppen. Absurd, was hier abgeht. In einer dieser Gruppen bestelle ich MDMA. Es ist erschreckend, wie einfach das geht. Es soll schon in den nächsten Tagen ankommen. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Wir haben diese Bestellung natürlich vor allem mit unserem NDR-Justiziariat abgesprochen. Wir bestellen nur kleinstmögliche Mengen, um unsere Recherche zu dokumentieren und auch zu beweisen, dass es eben wirklich funktioniert. Und wir schicken die Drogen natürlich danach direkt in ein toxikologisches Labor, wo sie nach der Untersuchung dann auch vernichtet werden. Von TikTok werden wir nicht nur in Telegram, sondern auch in WhatsApp-Gruppen gelotst. In die kommt man direkt über QR-Codes oder Links auf TikTok-Konten. Wir treten mehreren Gruppen bei und lesen mit. Was geht? Ruff sein. Gut, gut. Was konsumiert ihr? Weed, Ecstasy, LSD? Okay. Alles von Meth über LSD bis hin zu Heroin. Gönn dir. Ja, Mann, ich hab so krass Bock grad, mir paar riesige Lines zu legen, die mir meine scheiß Nasenscheidewand wegballern. In den Gruppen sind viele Minderjährige. Sie hier zum Beispiel ist 14. In den gruppeneigenen Regeln wird das als Mindestalter genannt. Ja, wir haben natürlich auch WhatsApp und Telegram gefragt, ob sie eigentlich wissen, dass auf ihrer Plattform in diversen Gruppen Drogenhandel abgewickelt wird und stattfindet. Telegram antwortet uns gar nicht. Und von WhatsApp haben wir eine schriftliche Stellungnahme bekommen. Sie haben zwar nicht auf unsere Fragen geantwortet, aber die Stellungnahme geschickt auf Englisch, in der es grob heißt: WhatsApp wurde entwickelt, um Menschen vor unerwünschten Kontakten zu schützen. Wenn wir Beweise dafür finden, dass ein Konto gegen unsere Bedingungen oder Richtlinien verstößt, ergreifen wir Maßnahmen, um dieses Konto zu sperren. Ich bekomme von einer weiteren TikTokerin einen Kontakt zu einem Dealer. Man soll scheinbar 60 Euro bar passend haben und dann in dieses Taxi einsteigen. Dann bekommt man Koks und steigt wieder aus. So, ich bin jetzt draußen und mache mich auf den Weg zum Taxi. Ja, da ist das Ding jetzt auf jeden Fall. So groß ist es. Der Weg von TikTok über entsprechende Gruppen und Kontakte bis hin zu diesem Gramm Koks hier war erschreckend kurz. Ein paar Tage später kommt auch das bestellte MDMA an. Ich will das Zeug so schnell wie möglich wieder loswerden. Aber vor allem wollen wir wissen, ist da wirklich das drin, was ich bestellt habe? Ja, ich habe jetzt hier eine kleine Feshbar-Box, eine kleine Brotbox dabei, wo ich das Koks und das MDMA habe. Und jetzt werde ich diese zwei Sachen hier mal einpacken und hier zur Poststelle vom NDR gehen und die einfach mal verschicken zu einem Labor in Freiburg, die diese Sachen jetzt für uns untersuchen auf Qualität, was da wirklich drin ist und ja. Koks und MDMA machen sich auf den Weg von Hamburg einmal quer durch Deutschland nach Freiburg. Nach knapp einem Monat meldet sich dann auf einmal Marie nochmal bei mir. Das Mädchen, das unser Treffen in Berlin hat platzen lassen. Marie hat übrigens mit ihren 17 Jahren schon einiges ausprobiert. Unter anderem Speed, Koks, Pilze und LSD. Wenn das Taschengeld gestrichen wurde, hat sie an U-Bahn-Haltestellen gebettelt. Sie sagt, sie hat die Drogen vor allem genommen, weil sie in der Schule gemobbt wurde. Weil sie endlich mal wieder glücklich sein wollte. Hi. Hallo. Hi, na? Kannst du mich gut hören? Ja. Voll gut. Wie war das damals, als wir vor ein paar Wochen in Berlin verabredet waren? Da warst du ja schon unterwegs zu uns. Ich habe zurzeit so ein kleines Panikattackenproblem. Und weil ich mich ja sowieso nicht mehr so gut mit Menschen verstehe, seit ich so runtergemacht wurde, war mir das irgendwie alles ein bisschen viel. Wurdest du jemals eigentlich für irgendwas auf TikTok gesperrt oder so?
Ja, ganz, ganz oft. Ich habe verheilte Narben vom Ritzen und dafür werde ich eigentlich fast immer gesperrt. Aber für zum Beispiel, wenn ich Videos mit großen Pupillen poste oder wo man zum Beispiel manchmal sogar Drogen zeigt, das wurde noch nie gesperrt. Was macht TikTok heute mit dir? Wie geht's dir damit, wenn du jetzt sowas siehst, wenn Leute konsumieren oder große Pupillen haben oder so? Also bei manchen Dingen ist es halt irgendwie, zieht es einen irgendwie doch runter. Wenn ich sehe, dass andere damit Spaß haben und man selber das eigentlich nicht mehr will. Irgendwie das Innere will es halt trotzdem noch ein bisschen. Wie fühlst du dich, wenn du dann sowas siehst und ja auch noch weißt, wie das war früher? Wie fühlst du dich dann? Ist halt unangenehm. Ich kann das Gefühl nicht ganz beschreiben. Manchmal fange ich an zu zittern. Oder manchmal weine ich halt auch deswegen. Also hast du gemerkt, haben die Drogen irgendwie auch Einfluss gehabt auf dein Schulleben? Ich habe die Schule halt abgebrochen. Und wie lange bist du jetzt schon aus der Schule raus? 2 Jahre. Ah ja, krass. Und was machst du jetzt gerade? Gar nichts bis jetzt. Du hast ja selbst irgendwie auch viel von dir veröffentlicht damals. Warum hast du dich gefilmt, wenn du irgendwie konsumiert hast oder wenn du auf einem Trip warst oder so? Weil es meistens damals auch viral gegangen ist. Oder einfach, es war ja irgendwie Teil meines Lebens. Ich war mehr drauf als nüchtern. Auch Marie hat bei vielen ihrer TikToks Musik des Rappers Herzog benutzt. Warum? Einfach, weil es da um das geht, was ich auch gerade bin. Ich bin ja gerade auf der Droge. Das hat dann halt gepasst. Wir treffen uns mit dem Rapper Herzog in einem Club in Berlin. Herzog hat nach eigenen Angaben einiges an Drogen konsumiert und wurde wegen Drogenhandels zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Inzwischen nehme er selbst keine chemischen Drogen mehr. Hallo, ja, freut mich. Ja, wir hatten geschrieben, ne? Ja, Isabel. Okay. Warst du hier schon mal feiern? Ey, ist wirklich 10 Jahre hier oder so, ne? Krass. Herzog ist inzwischen auf TikTok in der Szene eine Ikone. Vor allem seine älteren Songs handeln von exzessivem Drogenkonsum. Dein Film abgespaced und sie chillen. Du bist 3 Tage wach, ich bin 3 Jahre drauf. Das Fleisch ist schon schwach, doch der Wille ist stark. Denn der Wort kommt eine Pille ins Glas. Ein Herz für Drogen, 2 Lungen für Rauch. 3 Lates gezogen und 4 Pillen im Bauch. Die Songs, die ich damals gemacht habe mit dieser unfassbaren, absoluten Kompromisslosigkeit, das waren Songs, die waren nicht für ein größeres Publikum bestimmt. Die haben wir erst in erster Linie für uns gemacht. Das war, also ich rede jetzt gerade 2011, Ein Herz für Drogen, diese Zeit. Ich habe nicht kommen sehen, dass es so groß wird. Ich habe damals natürlich entsprechend auch keine Vorbildfunktion in mir gesehen, weil ich gar nicht wusste, welche Wellen das schlagen könnte oder dann wird. Aber auch Jahre später hat Herzog immer wieder die Drogenbilder seiner Fans gepostet. Sein Album Ein Herz für Drogen hat er 2015 unter neuem Titel re-released und online geschrieben. Mit einem 4 Jahre alten Album auf Platz 30 zu charten, finde ich unfassbar geil. Und du hast aber dieses gleiche Album dann, weil dir ja verboten wurde, das Ein Herz für Drogen zu nennen, 2015 nochmal re-released. Genau. So, da war dir ja dann eigentlich, da hattest du ja auch schon eine gewisse Fanbase und da war sicher, dir das ja bekannt. Aber das ist Teil meines Schaffenswerks. Doch zurück ins Jetzt. Wie schätzt Herzog selbst das Alter seiner Fans ein? Also ich habe wirklich eher eine starke Fanbase mittlerweile zwischen 18 bis 34, ist so der Kern. Es ist selten, dass ich jetzt auf einem Konzert noch wie 2014 dann irgendwie 14, 15, 16-Jährige in der ersten Reihe habe, die dann teilweise da auf irgendwelchen Pillen umfallen, wie es in Hamburg mal passiert ist oder sowas, wo der Krankenwagen kommen musste. Das hat sich natürlich über die Jahre krass gewandelt. Wir haben jetzt nämlich für die Recherche geguckt, was ist denn eigentlich so auf TikTok los in Sachen Drogen. Und wenn man jetzt deinen Namen eingibt, hier Herzog. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, genau, da können wir mal gleich das die angucken. Die Drofi-Mädels, Mann. Ah, Kiefer Kasper. Ja, sie hat ja auch eine Zahnspange, ne?
Aber da merkst du auch so, da war es dann cool, ein Video zu machen, aber die kann ja kaum den Text. So. Ist halt auch die Frage, ob man dann so noch in der Lage ist. Ne? Ja ist gut, halt, okay, das ist natürlich ein sehr gutes Argument, das entkräftigt quasi. Und hier ist zum Beispiel auch ein Reel. Und da hat die dazu geschrieben, hattest du eine Herzogphase oder hast du ein gesundes Verhältnis zu Drogen? Ja gut. Sie schreiben zu Herzog. Einige Lieder komplett auswendig gelernt, dafür ein halbes Jahr in der Schule gefühlt komplett verpasst, auch wenn ich immer da war. Durch Herzogs Lied Teufelskreis fing alles immer und immer wieder an. Wie jeder das auslegt, muss er für sich selber wissen. Also wer jetzt sich da komplett irgendwie abschießt, weil er meint, er muss die Songs irgendwie dann mehr fühlen oder hängt sich da an Texten auf, gut. Also glaubst du, dass da bei dir der Einfluss deiner Musik auf den Konsum von Leuten nicht gegeben ist? Ist mir, wie gesagt, ein bisschen zu weit hergeholt, weil ich selber mich jetzt gar nicht als so wichtig erachte. Ich bin als Künstler und als Mensch über die Jahre gewachsen und auch meine Musik ist gewachsen. Ich als Mensch bin gewachsen und natürlich war ich damals nicht so selbstreflektierend wie heute. Das kam alles mit der Zeit. Ich habe die Vorbildfunktion gelernt anzunehmen. Ich habe verstanden, was meine Texte auch bewirken können. Unfassbar, wie viel wieder finanzieren. Herzog hat auch andere Songs geschrieben, wie den Song Rettungsschirm, in dem es um den Weg aus den Drogen geht. Jeden Tag Kummerlied muss nicht sein, also weg von den Drogen, Schluss mit Alf. Wenn die Familie dich nicht auffängt, kann auch eine Therapie schon sehr nutzvoll sein. Einige Menschen schreiben, dieser Song habe ihnen beim Weg aus der Sucht geholfen. Beliebter bleiben auf TikTok aber Herzogs drogenverherrlichende Songs. Und dann will ich ihm von etwas erzählen, was mich seit Jahren beschäftigt. Neben Leila habe ich in meinem Buch auch über Josh geschrieben. Er war Teil der Facebook-Drogenszene. Josh hat Herzogs Songs gehört, trug seinen Merch, wie dieses T-Shirt. Nach 2 Jahren in der Online-Drogenszene starb er mit 19 an einer Überdosis. Seine Eltern machen niemandem einen Vorwurf. Sie wollen nur, dass Joshs Geschichte erzählt wird. Vorweg, Josh hat auch andere Drogensongs gehört. Und man kann Herzog nicht für Joshs Tod verantwortlich machen. Das wollen wir in diesem Film auch nicht tun. Ja, er ist dann auch, also so ein halbes Jahr nach diesem Post ist er gestorben. Also es war 1,5 Jahre, nachdem er auch dieses Bild abgesetzt hat. Und was interessant ist, ist, es gab ja dann auch eine Trauerrede dazu. Mhm. Und ich würde dir einfach einen Auszug davon vorlesen oder Auszüge davon. Und zwar, Joshs Verherrlichung von Abhängigkeit und zugetröntem Leben auch verbreitet über seine Internet-Einträge, wenn er dort Drogen als seine wahre Liebe bezeichnet. Das schwarze T-Shirt wirbt für Herzog, der drogenfrei als Frechheit verhöhnt. Neben Jogginghose die unvermeidliche Kapuzenjacke, der Aufdruck ein Herz für Drogen. Aber Drogen haben kein Herz für das Leben. Das ist ein Statement. Wie geht's dir damit, dass du Teil von so einer Trauerrede bist, von jemandem, den du gar nicht kennst? Das ist natürlich hart. Das ist traurig. Das bedrückt mich natürlich auch, wie du vielleicht gerade merkst. Ja, aber den Weg hat er gewählt, den habe ich ihm nicht bereitet. Ja. Ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater. Ich nehme mit, dass ich auf jeden Fall noch kritischere Songs machen muss. Dass ich aber auch die Leute nicht zwingen kann, mein ganzes Schaffen von vorne bis hinten anzuhören. Herzog sagt uns nach diesem Interview, dass er uns noch ein Statement schicken will. Wir haben jetzt gerade auch die Ergebnisse aus dem Drogenlabor von Freiburg bekommen. Der Professor schreibt hier, dass in der Ecstasy-Tablette erwartungsgemäß MDMA als Hauptwirkstoff gefunden wurde, daneben auch Koffein. Größere Verunreinigungen konnten allerdings nicht erkannt werden. Im Kokain habe er keinerlei Streckmittel entdecken können. Wenige Tage später bin ich mit Professor Auwärter, dem Leiter des Labors, verabredet. Was glaubt er, ist die Hemmschwelle durch Bestellungen über Social Media kleiner geworden? Und es ist natürlich sehr naheliegend, klar, weil man muss jetzt sich nicht in diese ja auch tendenziell gefährliche Situation begeben, Übergabe und Geld und dann, ja, ob das dann klappt. Und auch Postversand spielt ja eine große Rolle inzwischen, auch Bestellungen über das Darknet und so weiter. Das hat natürlich
denke ich, die Hemmschwelle für einige Menschen jedenfalls gesenkt. Er sagt mir, dass es immer junge Menschen geben wird, die mit Drogen experimentieren. Das könne man auch durch gute Präventionsarbeit nicht verhindern. Was man aber sehr wohl ändern kann, das ist, dass man im Sinne von Harm Reduction, also Verminderung der Risiken bei diesen Konsumenten, hier eben Botschaften sendet, auf was zu achten ist, wenn man es denn unbedingt ausprobieren will. Also das eine ist, man sollte möglichst lange warten damit und nicht schon in diesem sehr jungen Alter. Sie haben vorhin 11, 12, 13 Jahre gesagt, es ist natürlich viel zu früh, um solche Experimente zu machen, sage ich mal. Wenn man es dann ausprobiert, dann soll man sich vorher über den Stoff, den man konsumieren will, gut informieren. Und ein weiterer Punkt, man sollte nicht alleine konsumieren und sollte schauen, dass in so einer Runde, wenn konsumiert wird, wenigstens einer nüchtern bleibt und dann im Zweifel vielleicht Hilfe holen kann. Ein paar Wochen nach unserem Interview meldet sich dann auch Herzog nochmal bei uns mit einem Video zum Thema Safer Use und weiteren Tipps. Punkt Nummer 1 wäre, man sollte generell Drogen nicht als Flucht aus dem Alltag oder von Problemen begreifen. Herzog nennt noch weitere Safer-Use-Regeln. In einem kurzen Video kann man aber natürlich nicht alle abbilden. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, Links zu Websites mit ausführlichen Safer-Use-Regeln in die Infobox zu packen. In der Infobox findet ihr auch Links zu Hilfestellen, bei denen man zum Teil auch anonym per Chat in Kontakt treten kann. Wichtig ist aber vor allem eins, sich bewusst zu sein, warum man konsumiert bzw. konsumieren will und zu wissen, dass es immer einen Weg dort raus gibt. Je länger wir recherchieren, desto krasser werden die Clips, die wir sehen, und desto mehr solcher Inhalte werden uns ausgespielt. Diese Teenagerin sagt, sie sei mittlerweile clean. In ihren TikToks hat sie von ihrer Zeit mit Heroin berichtet. Wir verabreden uns zu einem Gespräch, doch sie kommt nicht. Jetzt wurde mir gerade ein TikTok von ihr angezeigt und es sieht so aus, als hätte sie einen Rückfall gehabt und würde wieder Heroin nehmen. Also es ist ziemlich krass. Was ihr nicht sehen könnt, sie sieht völlig weggetreten aus. Über 5000 Likes kriegt dieses Video. Sie schreibt mir später, dass sie gerade in einer psychiatrischen Klinik sei, aber bald mit mir Videocallen will. Wieder warte ich vergeblich. Ich höre mehrere Tage nichts von ihr. Dann meldet sie sich. Die Teenagerin, mit der ich zum Videocall verabredet war, hat mir heute geschrieben, dass sie jetzt im Krankenhaus liegt und dass sie eine Überdosis hatte mit Heroin und Ribotril, das ist ein Benzodiazepin. Das ist schon echt heftig und zeigt halt auch, dass die Leute nicht einfach so absagen, sondern dass es ihnen wirklich schlecht geht. Wir haben in dieser Recherche krasse Geschichten und Schicksale gehört. TikTok wollte uns kein Interview geben und lässt sich auch mit einer schriftlichen Antwort Zeit. Wir hatten TikTok ja Fragen geschickt und TikTok hat zweimal die Frist verstreichen lassen. Jetzt haben sie uns eine Mail geschickt, allerdings ist in der wirklich keine einzige von unseren 11 Fragen beantwortet. Aber wir haben eine schriftliche Stellungnahme von denen bekommen und in der heißt es: Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Community hat für uns Priorität. Wir verbieten die Darstellung, die Werbung oder den Handel mit Drogen oder anderen kontrollierten Substanzen und entfernen diese von der Plattform. Tatsächlich löscht TikTok einige der Videos, die wir in unserer Mail als Beispiele genannt hatten. Wir hatten TikTok auch auf verschiedene Hashtags aufmerksam gemacht, beispielsweise Tante Emma und Druff. Diese sind weiterhin abrufbar. Warum ist die Szene auf dieser Plattform so groß? Weil TikTok es zulässt. Und weil das Phänomen offenbar niemand so richtig auf dem Schirm hat. Wie ist es eigentlich bei euch? Nutzt ihr TikTok und was ist euch schon auch so auf der Plattform begegnet? Schreibt es uns gerne hier unten in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch mal schauen wollt, dann schaut gerne einmal in die Funkrecherche zum Thema TikTok oder schaut euch den Film hier an von unserem Kollegen Mirko. Der guckt sich mal genauer Telidin an und was die Droge in der Musikwelt bedeutet. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt sofort. Tschüss!